Mann, 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 ey, was ist das schon wieder hier für ein Dreck, ey. Ah, gucken wir mal, ob wir das Ding überhaupt aufkriegen. Ah, kein Meter bewegt, naja. Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, im letzten Video ging es darum, dass wir auf dem Schrottplatz Auto-Recyclinghof ein Motorhaubenschloss besorgt haben. Ja, es ist ein gebrauchtes und ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber immerhin noch besser als das, was wir hier drin haben. Der Bauzug ist demoliert, dank mir. Ich habe eben versucht dran zu ziehen. Funktioniert nicht ganz so gut, ne? Ist jetzt halt die Frage, ob es sich lohnt, durch die Niere reinzugehen. Hab mich natürlich auch schon ein bisschen schlau gelesen, schlau geguckt in anderen YouTube-Videos. Und zwar ist es wohl möglich, die Niere auszubauen und den Zug an beiden Seiten sozusagen durch das Schloss das aufzumachen und dadurch halt die Motorhaube zu öffnen. Genau, so. Einfach gesagt. Aber meine Idee ist es jetzt nochmal, da muss ich mir gleich jemanden zur Hilfe holen, vorne nochmal einen gewissen Druck auszuüben auf die Motorhaube beziehungsweise einen Entlastungsdruck in den Schlössern. Und ich versuche nochmal zu ziehen, in der Hoffnung, dass ich die Motorhaube aufkriege. Also schauen wir mal, wie es da jetzt weitergeht. Erstmal habe ich mir natürlich ein richtiges Werkzeug zugelegt. Ist sie auf? Ist auf! Ein Hoch auf die Rohrzange! Heftig! Ich habe gedacht, das wird nix. Wir kriegen das nicht hin. Aber ist auf! 1:0 für Nina, denn ich habe wirklich gar keinen Bock jetzt gehabt, wirklich da durch die Niere irgendwie reinzukrabbeln und das da alles irgendwie zu machen. Ne? Gut, weiter geht's. Ich baue jetzt erstmal das ganze Plastik ab. Scheinwerfer brauchen wir nicht abbauen. Dabei nehme ich euch im Zeitraffer mit. Ganz wichtig, ich werde nachher, das ist vielleicht auch ein Tipp für die Leute, die das mal nachmachen möchten, eine Schnur nehmen, bevor ich den alten rausziehe. Da ist zwar eine Gummimuffe zwischen, aber im Endeffekt ziehe ich den vom Innenbereich und ziehe nach außen hin raus. Und nachher mache ich das natürlich ab, lasse diese Fadenführung in dem Lauf und dann kommen wir dazu, dass wir genau die gleiche Fadenführung benutzen, um den Bautenzug wieder hereinzukriegen. Hoffen wir mal, dass es funktioniert und ja, let's go! Ich habe auch schon mal irgendwie was gefunden, was sehr, sehr verdächtig aussieht. Da ist es sehr durchgerostet. Ich vermute mal auch deshalb wird der auch relativ lang gezogen worden sein. Also ich versuche mal kurz zu erklären, was ich meine mit lang gezogen. Also hier verläuft er halt lang. Geht einmal hier vom Rathauskasten, müssen wir nachher einmal reingucken, ob der durch die gleiche Führung geht. Und dann kommt er hier quasi theoretisch gesehen eigentlich unter der Verkleidung raus. So. Und normalerweise müsste der viel weiter zurückliegen, damit er eingespannt werden kann und auch wirklich an dieser Stelle. Der steht halt so ein Stück zu weit raus, weil ich den ja immer gezogen habe. War jetzt vielleicht nicht hochgradig intelligent von mir, aber was soll's. Irgendwie musste ich sie ja auch zu dem Zeitpunkt einfach aufkriegen und ich habe gedacht, dass die Reparatur wesentlich einfacher sein wird, als wie sie jetzt ist. Dafür machen wir den Quatsch ja auch, um hier auch ein bisschen was zu lernen mit der Karre. Hier seht ihr nochmal genau die Führung und dadurch, ja, ist ja auch kein Logo, also ist ja auch logisch. Ich kann den jetzt natürlich auch ein Stück wieder zurückziehen. Also wichtig ist, glaube ich, dass der genau hinter diesen. Wohl, eigentlich ist das doch scheißegal, oder? Wenn der hinter dieser Führung ist. Na, er muss auf jeden Fall genau hier zwischen. Dafür müsste ich jetzt theoretisch den Scheinwerfer ausbauen, um euch das genau zu zeigen, also dazwischen. Meine Idee ist es ja, mit dieser Fadenführung weiterzukommen und da werde ich jetzt auch erstmal beigehen. Wir schrauben jetzt erstmal hier die Schrauben ab und gucken, ob ich die irgendwie so ausgebaut bekomme. Eigentlich sehen die jetzt gar nicht so schlecht aus. Schauen wir uns mal die neuen an. Ja gut, okay, doch. Die sehen irgendwie schon ein bisschen besser aus. Hier in dem Bereich war halt eben Rost, das ist ganz klar, haben wir hier nicht im Fall. Und ja, hier ganz, ganz wichtig, da nicht durchgerostet. Klar, hier ist schon eine kleine Stelle, aber ich denke mal, das ist nicht der Rede wert. Wichtig ist, dass das hier in irgendeiner Art und Weise trotzdem alles gut aussieht und das tut es. Von daher bauen wir erstmal den alten aus. Hier habe ich im Übrigen auch, aber ich glaube, das ist auch abgebrochen.
Naja, den alten wisst ihr ja, wie der aussieht. Aber hier ist halt ein Plastik und das Plastik, das, ja, kann sein, dass es deshalb auch der Grund ist, warum das in Zukunft nicht wirklich halten wird. Aber wir schauen es mal weiter. Wichtig ist erstmal, dass wir das Hauptschloss ausgebaut kriegen und was quasi den Hebel für den Zug angeht. Also für den Baumzug, das gucken wir uns später an. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Gut, weiter geht's. Ich habe tatsächlich jetzt hier ein sinnvolles Drahtseil gefunden. Ich wollte zuerst hier so ein Band nehmen, aber das könnte eventuell reißen und dann habe ich die A-Karte. Also nehmen wir uns dieses wunderschöne Drahtseil hier vor. Da will ich gleich einmal kurz, ich weiß gar nicht, wofür das benutzt worden ist. Es hang einfach bei uns hier und wurde für irgendwas mal benutzt, also egal. Deshalb hoffe ich, dass ich das gleich auch irgendwie gut wieder damit befestigt bekomme, damit sich das nicht löst in der Zeit, während es hier zwischen haust. Tada. Tipp von der älteren Generation. Isolierband. Heißt also, ich werde jetzt hier am Zug mit Isolierband das Kabel festmachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hält. Aber ich glaube, wenn man es häufig genug drum rumwickelt, könnte es vielleicht halten. Wir werden es sehen. Dann kann ich von außen das Drahtseil einmal durchziehen. In der Hoffnung, wie gesagt, dass es funktioniert. Tja, Isolierband, ich habe es eigentlich ordentlich festgezogen, aber ich traue mich gar nicht zu ziehen so richtig, ey. Ja gut, okay, aber es wird schon passen. Schauen wir uns mal auf der anderen Seite. Er muss hier aus der Führung gleich mit rauskommen. Den hole ich jetzt noch mal kurz raus und dann fangen wir mal an zu ziehen. Was soll ich euch sagen? Das ist natürlich passiert. Ne? Ich habe es ja schon geahnt, aber nein. Das Isolierband hat natürlich nicht gehalten. Der Zug ist jetzt auch tatsächlich schon irgendwo weiter drin. I don't know, wo genau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, den rauszufahren, auf die Hebebühne zu fahren. Ich werde mir jetzt hier einen Wagenheber nehmen und den einmal hier hochpumpen, weil der Reifen muss ab, beziehungsweise muss ich einmal die Radhausschale abnehmen. Denn da ist von der Innenseite die Führung zu sehen. So. Und vielleicht habe ich noch Glück und kann den quasi noch ein Stück zurückschieben und das nochmal neu versuchen und besser, um die Führung dann weiter zu haben. Oder ich baue den ganzen Kotflügel ab. Ich weiß gerade noch nicht, was ich mache. Ich überlege mir das jetzt nochmal in Ruhe, Mann, ey. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, warum zum Teufel holt die sich einen Wagenheber, wenn die da eine Hebebühne stehen hat? Ja, diese Hebebühne ist leider nicht großartig ausgerichtet für tiefer gelegte Fahrzeuge, was mir leider erst später in meinem Leben bewusst geworden ist. Aber ja, dafür haben wir jetzt dieses Schätzchen von 1920 oder 10. Aber ja, wir gehen die Sache jetzt an. So. Kleiner Zwischenstand. Ich habe es anscheinend geschafft, das Kabel bzw. den Baudenzug durch die Gummimuffe zu ziehen. Kann man es sehen? Da. Hier zwischen ist quasi so ein Stopper gewesen, da wo ihr jetzt das Loch seht. Dieser Stopper ist jetzt in den Innenraum gerutscht. Nur leider habe ich im Innenraum immer noch nicht den Baudenzug. Und hier kommt mir quasi auch schon von der Rückseite, also genau hier, dieses Gummi entgegen. So. Und das ist das Problem, was gerade alles ein bisschen stoppt. Das ist halt auch hinter der Verkleidung, ne? Tja, leider ist der Fuji Cargo. Pech gehabt. Es hätte halt echt cool klappen können mit der Aktion. Jetzt den Kotflügel abbauen, habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ich lasse mir jetzt gleich noch was überlegen und dann sehen wir hoffentlich weiter.
Gut, Real Talk. Ich breche jetzt ab an dieser Stelle. Es ist einfach komplett daneben gelaufen. Also das, was ich vorhatte, halt mit dem Seilzug, war an sich eine richtig gute Idee. Also das hätte auch locker gehalten. Problem war einfach nur, wie gesagt, das Isolierband. Das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, merke ich jetzt halt leider auch. Ist halt dann wieder leider abgerissen. Als ich quasi nach vorne gezogen habe, war alles in Ordnung. Nur kam der Wagen halt mir leicht entgegen. Und dann wurde halt von hinten gerufen, halt, stopp. Mach nicht weiter so, weil, ja, das wohl einfach nicht richtig aussah. Es war aber richtig, weil diese Gummimuffe, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, einfach das große Problem war und irgendwie halt auch Kraft aufgebracht werden musste. Dann war ich natürlich so schlau in Klammern gesetzt und habe von der anderen Seite versucht, wieder ein Stück zurückzuziehen, um zu gucken, ob alles theoretisch in Ordnung ist und ob der nicht irgendwo einfach festhängt. Und dabei ist das isolierte Drahtseil gerissen bzw. abgegangen. Und jetzt haben wir den Salat. Also ich habe versucht, über den Rathauskasten hier wieder, habe ich euch gezeigt, ranzukommen. Ich habe den kompletten Bautenzug eigentlich wieder reingeschoben. Problem ist, er kommt hier halt wirklich nicht raus, da es hier so ein spezielles Loch gibt. Und da müsste jetzt theoretisch der Bautenzug rauskommen wieder, aber kommt er ja natürlich nicht, weil die Führung nicht mehr gegeben ist. Gut, ja. Ich mache jetzt erstmal Feierabend für heute, lasse den Wagen runter und gucke, dass ich irgendwas noch machen kann. Aber die Motorhaube wird heute Nacht offen bleiben. Ich mache morgen weiter und hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege. Wir haben auf jeden Fall ein Endoskop hier. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, mit einem Endoskop reinzugehen durch diesen Schlitz und zu gucken, wo halt dieses Kabel ist und irgendwie mit einem Magneten oder irgendeiner Schlaufe halt den wieder rauszuholen, um irgendwie einfach diese Führung zu retten. Ihr werdet sehen, wie es weitergeht oder ob ich komplett verzweifle. Es ist der nächste Morgen. Es war sehr, sehr, ja, wild eigentlich, auch wirr, was gestern noch passiert ist. Dazu muss ich einfach kurz ein Statement geben. Ich musste die ganze Sache abbrechen, weil ich einfach, also ihr habt gesehen, mir ist halt vom Innenraum der Zug sozusagen abgerissen. Das heißt, ich hatte quasi keine originale Führung mehr in diesem Moment. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich versucht hatte zu lösen. Ihr seht, ich habe halt versucht, mit diesem Kabel irgendwie eine Führung da durchzukriegen. Und dann ist es mir halt abgerissen in dem Moment, wo ich vorne gezogen habe. Beziehungsweise ist es dann halt auch wieder rückwirkend zurückgeploppt. Ach, es ist egal. Es ist einfach sehr, sehr wirr gewesen. Ich musste das Ganze abbrechen. Also es war wirklich so kurz davor, dass ich fast, glaube ich, geheult habe. Weil ich einfach nicht wusste, scheiße, wenn das jetzt abgerissen ist irgendwo in der Mitte, dann findest du ja nie wieder diesen Weg zurück. Ein Hoch auf die Väter in diesem Sinne. Denn, ja, meiner war dann so schlau und hat zu mir gesagt, du hörst jetzt hier auf, wir bringen das Auto in die Garage und dann schlafen wir erstmal eine Nacht drüber. Und morgen machen wir in Ruhe weiter und finden eine Lösung. So, ich natürlich, wie ich bin. Also ihr kriegt jetzt wirklich real life mit, wie mein Leben so abläuft mit dem E36. Ich natürlich ja trotzdem sauer gewesen, traurig gewesen, alles was nur irgendwie geht. Hab auch rumgezickt und rumgeflucht und ach, keine Ahnung, so ist das halt bei uns Frauen, ne? Am nächsten Morgen habe ich mir natürlich schon wieder alle möglichen Videos reingezogen, Bücher durchgelesen. Ach, wirklich, ich habe einfach nach allem gegoogelt. Nur waren alle immer so schlau und haben es irgendwie anscheinend richtig befestigt gehabt und haben diese Führung halt nie verloren. Deshalb haben wir jetzt mal ein Video, wie wir erklären, wie man diese Führung wieder zurückbekommt. Nochmal dazu, einer meiner schlechtesten Angewohnheiten ist Ungeduldigkeit. Das ist auch der Grund, warum heute die Mala nicht dabei ist, beziehungsweise eigentlich gestern schon, weil die Mala gesagt hat, ja, lass uns das mal bitte um eine Woche verschieben, ich habe das und das zu tun, wie auch immer. Und ja, ich dann aber nicht warten wollte, konnte. Und jetzt hatte ich meine Quittung davon. Hätte ich gewartet, dann hätte das wahrscheinlich alles irgendwie geklappt, aber gut. So, ich will euch jetzt einmal erzählen, wie ich es geschafft habe, dadurch wieder ein Draht zu bekommen. Also, ich hatte Glück und mir ist der quasi bis dahin nicht komplett durchgegangen, sondern ich hatte ihn wirklich in dem Bereich noch hängen, den Bautenzug, und habe jetzt dieses Kabel vom Innenbereich einmal wieder durchgeführt. Das heißt, ich werde jetzt diese beiden miteinander verbinden, denn den kompletten Bautenzug aus dem Kotflügel rausziehen und hier wieder bis zum Schloss bringen. Dann werde ich den Faden quasi hier raushängen lassen, beziehungsweise das Kabel. Und werde dann erstmal die neuen Schlösser wieder einbauen und hoffen, dass, ja, es irgendwie alles funktioniert. Gut, deshalb, da nehme ich jetzt euch ein bisschen mit und hoffe, dass das jetzt zumindest gelingt, ohne irgendwelche weiteren Ausraster von mir. Fangen wir mal an. Thank you.
Da ist er, der Übeltäter. Hier ist die ganz, ganz schlimme Gummimuffe, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Die hat wirklich gesessen. Die ist natürlich dazu da, dass quasi in den Innenraum keine Feuchtigkeit reinkommt. Aber die hat mir das Leben hier wirklich schwer gemacht. Problem an der ganzen Sache ist, dass bei dem anderen, weil wir den einfach rausgezogen haben, gar keine Gummimuffe dabei ist. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das alles irgendwie Sinn macht, das ohne die Gummimuffe reinzusetzen oder ob ich die einfach theoretisch tauschen kann. Wahrscheinlich fragt der ein oder andere sich immer noch, warum ich denn den kompletten Zug tausche, weil eigentlich ja nur der Hebel kaputt gegangen ist und hier halt ein bisschen Rost war. Aber im Endeffekt dachte ich mir, ey, wenn du es jetzt machst, dann machst du es halt einmal komplett. Hab ja nicht geahnt, dass es komplett nach hinten losgeht. Wobei die Idee halt wirklich gut war, nur die Befestigung für das Durchziehen war jetzt halt nicht so gut. Aber da werde ich jetzt auf jeden Fall gute kleine Kabelbinder benutzen, die ich sehr, sehr fest machen werde. Und ich hoffe, dann wird nichts mehr passieren. Sicherheitshalber, falls die Kabelbinder doch reißen sollten, mache ich jetzt nochmal ein Band, was wirklich sehr, sehr reißfest ist, da drum. Einfach nur zur Sicherheit, damit wir da, falls wirklich was sein sollte, ja, nicht noch dieses Problem irgendwie nochmal haben. Weil ich glaube, wenn der hier zwischen raus ist, dann ist komplett vorbei. Oh, yay, es hat gehalten. Es ist vollbracht. Ich hab's geschafft. Oh Gott, ey. Wow. Ich hätte jetzt wirklich wieder wetten können, dass der Scheiß wieder irgendwie kaputt geht, aber verzeiht es mir, dass ich jetzt mit dem Lack nicht mehr so ordentlich umgehe, denn ihr wisst, der Lack ist eh ruiniert und ja, ein neuer Termin beim Lackierer war es ja auch schon gemacht. Das heißt, er wird komplett neu lackiert. Ich weiß auch nicht, worauf ich mich da eingelassen habe, aber es wird wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr cool. Ich freue mich wirklich heftig drauf. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Ihr hattet ja echt mega krasse, coole Farben genannt, aber ich glaube, ich werde etwas nehmen, was keiner hat auf dieser Welt. Es wird was selber angemischtes, glaube ich, weil anders kann ich mir das Ganze ja einfach auch nicht vorstellen. Ne? Es muss ja sehr individuell sein, denn es ist ja mein Fahrzeug und der wird auch niemals verkauft. Deshalb, ja, darf es auch etwas sehr, sehr Besonderes sein. Gut. Habe ich ja einfach gestern nur so raufgelegt. Das kann ab. Ach so, Thema Wahlhebemodul ist auch übrigens angekommen. Leider ohne, ja, Schaltknauf. Also im Endeffekt, ja, weiß ich noch nicht so ganz, ob das jetzt alles so das Richtige ist. Aber das werden wir dann sehen in einem weiteren E38-Video. Wie gesagt, ich baue jetzt hier erstmal die beiden Schlösser wieder ein. Und dann gucken wir, dass wir die Führung wieder zurückbekommen. Ein Glück hatte ich Maler dabei. Wir haben ja beim Ausbau von dem Schlachtfahrzeug zum Glück noch diese Schrauben. Die mit dem Torx, die passen tatsächlich gar nicht. Ich habe eben einmal geguckt, das müssen tatsächlich für das Schloss diese sein. Die mit dem Torx hätten tatsächlich vom Durchmesser nicht gepasst. Somit haben wir die jetzt über, macht auch nichts. Und benutzen jetzt hier erstmal fürs Schloss diese. Glück gehabt, dass sie echt daran gedacht hat. Sonst hätte ich hier wieder gestanden. Nächster Schritt, also ich habe das jetzt so weit hier reingedrückt, wie es jetzt irgendwie geht. Der Faden wird mit Sicherheit hier gleich noch weiter durchgezogen werden. Ist auch alles nicht das Problem. Okay, das Drahtseil ist auf jeden Fall noch da drin, was wir hier haben. Und ich werde jetzt hier nochmal einfach ziehen. Ja, ich bin relativ vorsichtig, weil ich Angst habe, dass das wieder abreißt. Aber ein bisschen Kraft muss man schon aufbringen. Also ich meine, gut, ich könnte mir das jetzt auch einfach machen und mit einem Cuttermesser hier die Lamellen einfach ein bisschen runterschneiden, ne? Ist halt die Frage, die haben ja auch einen Sinn. So, und der Sinn ist es ja, dass der Bowdenzug nicht quasi beim jedes Mal öffnen rausgerissen wird. Dafür soll ja dieses Gummi als Stopper sozusagen dienen. Ob ich jetzt das Risiko eingehe und die Lamellen quasi abschneide? Ja, ich weiß es nicht.
Schwierige Frage. Ja, ich werde es jetzt erstmal so versuchen und ja, halt euch dann ein bisschen auf dem Laufenden. Okay, Real Talk, wie viel Pech kann man haben? Das Band ist abgerissen. Ey, das ist doch nicht mehr normal, oder? Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Auf jeden Fall, der Zug ist glücklicherweise bis hier drin durch. Oh, scheiße, wo ist eine Lampe? Ach, die ist da einfach. Hauptsache, die Lampe ist immer noch da drin. Glück gehabt. Ich habe den Bautenzug zumindest... Ach, Fokus kriegt. Ja. Zumindest hier wieder drin. Ja, ist egal. Hier, da sieht man es. Hier ist er. Und muss ihn jetzt wieder durch dieses Loch da kriegen. So, das ist die einzige Herausforderung, aber ich denke mal, das sollte machbar sein. Und ja, ich friemel das Ganze wie quasi heute Morgen auch wieder einmal von da daran durch. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie klappt und ich endlich zu meinem Erfolg komme. Es wird auch Zeit langsam, oder? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, ob das wirklich Pech ist oder einfach nur Dummheit von mir. Ist okay, wenn es Dummheit ist. Komme ich mit klar. Alles gut. Nach weiteren 30 Minuten Rumgetüdel habe ich es jetzt geschafft, auf jeden Fall, ihr könnt es jetzt von da nicht sehen, ich zeige es euch hier, doch irgendwie den alten Faden hier durchzuziehen. Das heißt, ich habe jetzt, wie man hier sehen kann, wenn ich da ziehe, ja, ihr seht es, den Zug wieder gefunden. Wünscht mir Glück, drückt die Daumen, wenn ich jetzt ziehe, dass ich da auch den, ja, richtigen Baudenzug raushole und nicht nur wieder ein Stück vom Ende. Okay, es tut mir leid, ich konnte es nicht filmen, aber ihr glaubt es nicht, ich habe es tatsächlich geschafft. Hier ist er. Oh mein Gott. Also er sitzt jetzt auch genau wieder in Position, das heißt, hier die ganzen Teile, hier, Fokus, hallo, da, hier die ganzen Teile, die muss ich jetzt erstmal wieder hier anschraubseln, an der Halterung hier. Dann hoffe ich natürlich auch, dass der Motorhaubenzug funktioniert, beziehungsweise das Schloss. Also von der Führung her ist es ja wirklich simpel und einfach. Ich habe ihn ja wirklich hier hinterm Scheinwerfer langgezogen und ich dachte die ganze Zeit wirklich, der muss eigentlich hier hinter geklemmt sein. Aber der muss anscheinend wirklich hier so frei liegen. Ja. Berichtigt mich, wenn es falsch ist. Nur andererseits, wenn ich ihn wirklich hier hinter habe, dann ist er viel zu kurz und kommt halt vorne gar nicht an. Also es ist wirklich genau auf den Millimeter passend. Ich bin froh, dass ich diesen Scheiß endlich hinter mir habe. Und dann werden wir uns gleich nochmal sehen, wenn ich die Karre wieder unten habe und die Motorhaube mit einem vernünftigen Zug öffnen und in dem Sinne ja gut schließen, ne? Aber öffnen kann auf jeden Fall. Ja, das haben wir alle schon mal wieder angetüdelt. Da brauche ich euch einfach nicht mehr mitnehmen, weil das haben wir, glaube ich, in etlichen Videos schon zusammen gemacht. Mir ist halt auch aufgefallen, dass es hier überhaupt nicht mehr schön aussieht. Genauso, die sehen auch wirklich nicht mehr gut aus. Aber gut, da wo Schmiere dran ist, kann man sich nicht beklagen. So, ich habe jetzt hier bei den alten bzw. neuen alten Schloss auch nochmal schön Fett reingeschmiert auf beiden Seiten. Und habe jetzt das Problem, wenn ich es jetzt zumache, dass ich ja theoretisch nicht weiß, ob es funktioniert. Hätte man natürlich jetzt einmal vorausprobieren können, aber ja, ich bin da jetzt mal guter Dinge nach dem ganzen Pech, was wir hatten und haben. Jetzt kommen wir einmal hierzu. Problematisch an dieser ganzen Sache, ihr seht, der Bautenzug ist hier. Ich lasse das jetzt auch alles so, wie es ist. Mein größtes Problem ist jetzt gerade, dass der Hebel, der hier an der Seite angebracht ist, normalerweise angebracht ist. Es geht jetzt ums Prinzip, dass hier ein abgebrochenes Teil ist und hier auf der anderen Seite, hier, es auch abgebrochen ist. Dazwischen haben wir halt die Feder. Die Feder kommt in diesen Bereich rein. So, jetzt ist sie drin. Wird hier eingehakt. Und so würde jetzt der Mechanismus funktionieren. Das ist die Dauerstellung. Wenn man zieht, hat man hier den Hebelmechanismus. Und hier, genau hier ist es halt abgebrochen. Deshalb, egal was ich jetzt probieren würde, es würde eh nicht halten und funktionieren. Da ich ja immer so schlau bin und am Wochenende schraube, fehlt mir natürlich jetzt irgendein Ersatzteil. So, wir haben jetzt Samstag. Das heißt, ich kann jetzt erstmal bis Montag warten, bis ich quasi, oder vielleicht sogar Dienstag eher, bis hier die Teile ankommen, die ich dafür brauche. Ich bestelle das jetzt mal eben schnell,
Vielleicht ist es Montag da, vielleicht auch erst Dienstag und dann sehen wir uns quasi da erst wieder weiter, denn ich nehme euch natürlich bei dem Einbau wieder mit. Ihr sollt ja sehen, wie das Ganze hier richtig öffnet und schließt und deshalb machen wir das ja auch. Ich werde die Motorhaube jetzt einfach zumachen und sie genauso öffnen, wie ich sie beim letzten Mal, wo wir das jetzt angefangen haben auszubauen, auch zu öffnen. Wir sehen uns im nächsten Take. Thank you.